Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Third Age Total War. Wir sind immer noch in dieser Brückenschlacht hier. Der letzte Part dieser Staffel und hier geht's echt zur Sache. Es geht um Leben und Tod quasi. Beide Seiten, wir haben 74% unserer Armee verloren, der Gegner 89%. Allerdings hat der Gegner noch einige Einheiten übrig, die uns echt nerven können. Diese Yavanna's Chosen zum Beispiel. Und auch ansonsten echt noch viele Elite-Einheiten übrig. Gut, hier werden jetzt mal gerade welche zur Abwechslung weggecharged, was mal ganz nice ist. Die hier, vielleicht erwischen wir die jetzt hier auch. Und ihr seht hier unten das Schlachtfeld, wie viele Leute hier liegen. Das ist so krass. Im letzten Part hatte ich ein Bild drin, glaube ich. Oder als Thumbnail vom Anfang der Schlacht. Jetzt werde ich hier mal eins reinmachen vom Ende der Schlacht oder so ähnlich. Es wird noch eine Weile gehen, dieses Gefecht, da bin ich mir ziemlich sicher, deswegen habe ich beim letzten Mal einen Cut gemacht und weil ich ein böser Mensch bin und mir gedacht habe, Cliffhanger und so. Genau, also schauen wir mal weiter, wie es weitergeht und ob unser Lotzi das hier überlebt. Ich habe ein bisschen Angst um ihn, ehrlich gesagt. So, hier können wir auch mal angreifen. Alberit Guard hier. Jetzt ist hier ein bisschen die Frage, schaffen wir es jetzt eigentlich mal... Ah, da sind diese Yavanna's Chosen, sind da drüben. Gut, die können wir jetzt mal von mehreren Seiten angreifen, das ist ganz gut. Die Kaff, unsere Waage, haben da hinten eine Einheit Bogenschützen verfolgt und besiegt, das ist sehr gut. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir es vielleicht mal uns erlauben können, mit dieser Einheit hier außen rum zu reiten und die Ballisten-Heinis anzugreifen. Beziehungsweise, ja, greifen wir hier mal die Fernkämpfer an mit einem Charge. Ah, da sind auch noch fünf Mann. Schaffen die das? Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt versuche ich halt hier hinten mal die Ballisten anzugreifen. Mit den Einheiten. Und hier hinten diese Yavanna's Chosen, die müssen wir jetzt irgendwie mal wegkriegen. Vielleicht schicke ich da mal diese Sentinels dagegen. Und präpariere diese Einheit schon mal für einen guten Charge da rein. Was ein Gemetzel. Gut, das Gute ist ja, ja, 9% zählen hier auch diese ganzen Ballisteneinheiten dazu. Und die jetzt irgendwie sich zurückziehen, oder was machen die hier genau? Weiß ich auch nicht so recht. Keine Ahnung. Oh ja, hier gibt es jetzt die Möglichkeit für einen Charge. Der hoffentlich auch kommt. Oh, scheiße. Okay, die standen mit dem Rücken zu der Einheit, das habe ich erst jetzt gesehen. Und raus da. Definitiv, ganz wichtig. Es scheint, als würde er diese Einheiten hier zurückziehen, was ich ja ganz witzig finde, weil wir sie jetzt halt einfach abschlachten können. So. Da oben lebt auch noch ein bisschen was an Einheiten. Fies. Die Orphaned Sentinels verfolgen weiter die Yavanna's Chosen. Okay, die fünf hier, die flüchten. Und greift mal hier weiter an. Und haben die jetzt mal Yavanna's Chosen immer noch nicht gecatcht, aber wir probieren mal einen Charge auf die. Die Zeit ist schon zur Hälfte rum hier. Vielleicht bringt es was, weil ich glaube, der hat einfach seinen Einheiten jetzt insgesamt gesagt, dass sie sich zurückziehen sollen. Und jetzt können wir sie natürlich vielleicht noch metzeln. Weiß ich nicht. Da oben kämpft auch noch irgendwas. Ich glaube, ihr General kämpft hier noch, kann es sein. Ja, es sieht so aus, als wäre das noch der General. Weil sonst würde es mir kaum erklären können, wie die das so gut aushalten, so lange. Jetzt rennt hier drüben weg. Irgendwelche Ballisten-Heinis nochmal. Hä, hattet ihr drei Einheiten Ballisten dabei? Schaut euch das an, wie das aussieht da unten. Boah, von hier oben hätte ich einen Screenshot machen müssen. Für die erste Schlacht, als es noch die Leute hier gab. So, wir können die Schlacht leider noch nicht beenden. Jetzt ist endlich der gegnerische General gefallen. Daugion, das war hundertprozentig der bei diesen Sentinels da dabei. Okay, jetzt flüchten die, jetzt machen wir die auch noch platt. Gerade diese blöden Yavanna's Chosen, die nerven mich. So, was rennt hier noch rum? Oh, ein Mann. Auch die erledigen wir, Alberit's Guard. Und dann schauen wir uns hier unten mal nochmal das Schlachtfeld an.
Schaut euch das an, wie viele Leute hier gestorben sind. Ich bin auf die Verlustzahlen gespannt. 99% haben die Gegner verloren. Wir haben 76% verloren. Ich glaube, sowas hatten wir mit so vielen Männern auch noch nicht in diesem Let's Play. Und ich hatte das auch schon lange nicht mehr. Ich habe ja schon mal das eine Mal gedacht, das war eine krasse Schlacht gewesen gegen Gondor. Aber das war ja mal mega intensiv. Und Lurz hat es wieder überlebt. Das wird Super Pogo nicht so freuen. Mich freut es allerdings. Was machen die jetzt hier noch? Chillen. Haben wir jetzt eigentlich. Wo flüchtet noch eine Einheit? Ach, da unten sind noch Gegner. Aber flüchten die jetzt oder nicht? Weil ich sehe das jetzt gerade nicht. Bin gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Kam schon dieses Gewonnen-Fenster oder was ist hier gerade los? Ich hab's irgendwie vor lauter Ding, glaube ich, total schnell irgendwie. Ich weiß auch nicht, bin gerade verwirrt. Achso, komm mal hierher. Oh, die leben nämlich noch, die flüchten noch nicht. Das heißt, wir haben das Gefecht noch nicht gewonnen. Jetzt haben wir es gewonnen, jetzt können wir Endbattle machen. 1271 Mann haben wir verloren. Der Gegner hat 2465 Mann verloren, glaube ich, ja. Wir schauen mal, welche Einheit hier richtig reingehauen hat. Wir haben auch ein paar Verluste geheilt, das ist ganz schön, aber naja. Casualties inflicted. Sentries. Ach, ich habe nur Sentinels. Ne, die heißen Sentries, heißen die. 281 Kills. Orphan Guard 144. Crossbowmen 175 Kills. Die Piken auch ordentlich Kills gemacht. Die Berserker 170 Kills. Also, ich bin echt froh über unsere Fernkämpfer. Also, ohne die, damit haben wir echt ordentlich Schaden reingehauen. Und seitdem die dann keine Muni mehr hatten, immer weniger Einheiten von den Vieren Muni hatten. Und auch Verluste zugefügt bekommen haben, umso mehr oder umso länger hat es halt auch, oder umso mehr Verluste haben wir auch insgesamt bekommen und weniger Gegner gekillt, weil im Prinzip denen ihre Einheiten vor allem am Schluss, die die bis zum Ende durchgehalten haben, halt einfach ultra stark sind. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht, ob diese Armee besiegen jetzt auch tatsächlich mal was gebracht hat oder nicht. Bin mir da noch nicht so sicher. Wir werden auf jeden Fall Execute drücken, da kommen nämlich schon wieder die nächsten Gegner da oben. Aber wir ziehen uns hier jetzt erstmal zurück. Das ist mir jetzt zu heikel hier, die Situation. Und warten auf unsere Verstärkung. Die ja aus der Gegend von Minas Tirith kommt. Crawler's Pit 1500, ja, sagen wir wieder okay. Lorien wird anscheinend belagert. Von wem denn? Wie aussichtsreich ist das Ganze? Von Dol Guldur Orks, ein paar wenigen Einheiten hier. Es wird also nicht sehr erfolgsversprechend sein, vor allem weil der wahrscheinlich hier auch noch Einheiten gespawnt bekommt. Naja, dann würde ich sagen, drücken wir hier mal M und ziehen uns mal ein bisschen zurück. Oder eigentlich mit den Truppen könnten wir schon auch ein bisschen was wieder aushalten. Ich ziehe mal jetzt die Einheiten hier raus. Sollte gehen, drück hier M, haben wir noch mal ein paar Mann mehr. Und hier drücke ich auch mal M und dann ziehe ich die Armee hier hoch. Die braucht noch ein paar Runden. Und dann ziehe ich hier auch mal ein bisschen was raus aus der Stadt. Ja, warum eigentlich nicht? Entsende die Truppen aber hier außenrum, nicht da oben lang, sondern hier außen. Sehr schön. Und Geld haben wir wieder keins. Geld machen wir jetzt aber ganz ordentlich, nachdem wir jetzt hier einiges an Leuten verloren haben in den letzten Parts oder Runden. Wo sind jetzt diese blöden Generäle hin verschwunden? Hat er die zurückgezogen? Diese Truppen? Oh ja. Sieht so aus, als hätte er sie zurückgezogen. Hier haben wir hoffentlich keine Feindarmee gerade, oder? Oh doch, da haben wir auch Gegner. Schaffen wir das mit der Armee hier gegen? Mit denen hier dagegen und mit denen quasi hier einfach mal diesen Punkt zu halten? Gute Frage. Und ich glaube, wir müssen es fast versuchen. Und hoffen, dass halt nicht noch mehr Truppen aus dem Süden hier kommen. Schicke ich mal die hier hin und vereine die beiden Armeen miteinander. Und dann kommt ja hier nochmal ein bisschen Verstärkung. Also könnte man mit denen hier diese Position halten.
sage ich mal, und vielleicht schon vorrücken, und mit denen müssen wir versuchen, die da hinten zu erobern. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Sonst gucke ich mal hier meine Städte durch, was wir schon mal in Auftrag geben können. Die Einheit hier zum Beispiel. Oh ja, die Berserker, die Armbrustschützen. Hier wird schon rekrutiert fleißig. Ja. Auch ein bisschen Verstärkung für hier oben dann. Durchaus möglich. Warum sind die jetzt so unzufrieden hier? Was soll denn das jetzt? Ja, dann lassen wir euch mal noch hier drin. Ja, und mit euch bleiben wir hier oben mal. Ihr zieht darüber, genau, mit euch gehen wir hier hoch. Mordor scheint aber hier ganz gut voranzukommen, das ist ganz gut. Hoffentlich kriegen wir jetzt demnächst auch Zeit mal ohne, ja, mal ein bisschen vorankommen. Hoffentlich kommen wir jetzt auch mal voran in Gondor so ein bisschen. Das wäre mal ganz nett, sage ich mal. Puh. Okay, wir werden auf jeden Fall nicht schon wieder angegriffen, das ist mal ganz cool. Bin ich froh drüber. Okay, da ist eine Gondor-Armee bei diesen Forst da unten, ihr seht sie. Ja, wir müssen diesen Zugang jetzt hier irgendwie blockieren, nicht dass wir hier auch noch Ärger kriegen die ganze Zeit und wenn möglich vielleicht sogar in die Richtung der einen Stadt davor stoßen, um die einfach mal zu erobern. Und dann halt eben hoffen, dass mit der anderen Armee, dass das da drüben reicht. Das wäre ganz cool. Auch das gebe ich wieder. Karasand wird belagert. Das ist gut für uns. Das ist sehr gut. Mount Gundabad wird angegriffen. Das ist nicht so gut für uns. Das hoffe ich mal, dass jetzt dieses Mal keine dumme Verstärkung hier kommt. Ich positioniere mich mal hier oben und dann hier so. Einfach um noch ein bisschen weiter weg zu sein. Und dann baue ich hier mal ein bisschen was an einem Turm, würde ich sagen. Zwei Türme oder so. Und einen Rambock erstmal. Das braucht schon zwei Runden. Aber ich will eigentlich die Stadt nicht unbedingt angreifen. Allerdings belagern geht halt 10 Runden lang. Oh. Ja. Ja, dann vereine ich hier die beiden Armeen erstmal so ein bisschen. Ja. Woodland Realm und Orks von Gundabad sind im Krieg. Auch nicht gut. Die auch noch mehr unter Druck gesetzt. Übrigens hat der Superpago, das fällt mir gerade wieder ein, gesagt, dass diese Armory tatsächlich eine Einheit unterhaltsfrei gibt. Da muss ich jetzt gerade mal reingucken. Ich baue die doch hier unten in Eduas, habe ich die doch in Auftrag gegeben. Ah, hier. Provides a garrison when assaulted. Ja, aber Moment mal, das bedeutet ja, dass man eine Einheit einfach welche kriegt, wenn die Stadt angegriffen wird. Zusätzlich, aber nicht, dass eine Einheit unterhaltsfrei ist. Oder habe ich das eben in deinem Kommentar falsch verstanden? Weiß ich nicht. Mission failed. Achso, Anduin Vale, das haben wir wieder verkackt. Vielleicht kommt sie ja irgendwann nochmal, die Quest. Wie auch immer, egal. Gut, dann haben wir das. Hier belagern wir. Und hier hoffe ich, dass einfach nicht noch mehr Gegner kommen. Ja, den Angriff auf die Stadt. Puh, gute Frage, ob wir das hinbekommen, ehrlich gesagt. Ob das so machbar wäre für uns. Belagerung ist wahrscheinlich schon wieder erledigt hier, oder? Ja, natürlich. Keine Ahnung, wo die Armee hier hin ist. Dann rücke ich mal noch hier vor. Saruman können wir hier unten immer noch nicht abziehen. Das ist natürlich einfach scheiße. Bisschen, ehrlich gesagt. Mal gucken, wann das vielleicht irgendwann mal möglich sein wird. Wir brauchen natürlich auch ein paar Truppen da drin, weil da steht jetzt ja quasi nur noch Saruman mit ein paar, mit ziemlich angefrackten Einheiten. Sollten wir also dann uns auch mal noch drum kümmern, da mal irgendwas reinzuschicken an Billigeinheiten. Was ich übrigens ganz cool finde, ist hier der Handel mit Vestos, Gilead, Minas Tirith und Kaer Andros. Macht Kaelin hat hier zu einer richtig reichen Provinz mit 2560 Einnahmen, was auch echt ganz cool ist für uns. Und da ist noch tatsächlich ein Fort, seht ihr das, mit einer Einheit da bei Kaer Andros. In der Nähe mit einer Einheit Gondor-Soldaten drin. Naja. Bayman meinte übrigens auch noch in einem Kommentar, wir hätten da einfach stehen müssen. Wenn man uns nicht angreift, dann hätten wir auch vorbeiziehen können. Trotz dem, dass wir keinen Militärzugang hatten. Oder haben mit Mordor. Gut, das wusste ich nicht und habe meine Truppen schon nach Norden geschickt. Und ich glaube, das ist trotzdem ganz gut. Oh, der Regent von Dorvinion ist tot. Das gebe ich wieder in Auftrag.
Alkfurt wird besiegt. Also Alkfurt, die Hauptstadt von Enetwight. Von wem denn? Dorvinion in Decline, also Untergang von Dorvinion so ein bisschen. Kirith Iaur sollen wir jetzt auch noch erobern. Da steht diese Armee. Ja. Da wird belagert. Muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben, das mit Kirith Iaur. So, was baue ich hier? Theoretisch freie Einheiten unterhalts. Ja, ganz ehrlich, hier brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts mehr bauen. Hier sind wir eigentlich erstmal ready. Weil das Slave Pit. Nee. Nee, brauchen wir nicht. Bringt uns nichts. Ach, Hornburg, also Helmsklamm, haben wir die nächste Schmiede fertig. Hier können wir noch Hunting Lodge bauen, das finde ich noch sinnvoll. Onotrit haben wir Carpenter's Hut fertig. Hier könnten wir mal gucken, wie viel die Straßen bringen. Oh ja, die geben sehr viel, kosten auch nicht so viel wie diese Minen. Das ist gut, das machen wir mal noch hier als erstes. Beziehungsweise gibt es da nochmal ein Upgrade für dieses Carpenter's Lodge Guildhaus theoretisch. Puh, ja. Oder wollen wir das vorziehen? Eigentlich hätte ich gerne die Straßen geben, hat echt viel Kohle. Und bis das fertig ist, haben wir, also in dem Fall würde ich wirklich mal das vorziehen und dann bauen wir danach dieses Gebäude. Wird eh eine Weile brauchen, bis wir da genügend Geld mal haben. Onotrit, genau, und dann sind wir da durch. Dem ziehen wir hier hoch. Da steht die nächste Feindarmee. Und hier ziehen wir mal da dazu und dann von mir hier mal die neue Armee. Die eine packen wir mal hier rüber. Die Einheit packen wir rüber, weil dann können wir die da zusammenfügen. So, erstmal. Ganz kurz, so, dann haben wir jetzt wieder zwei Slots sozusagen frei. Ziehe ich die Einheit hier rüber, die Einheit bringt nichts, das sind nur 7 Reiter, das bringt ja wirklich nichts. Mach das so und ziehe die 7 Reiter hier wieder nach Rochburg. Bleib da erstmal stehen, mit der Armee, wie gesagt, laufen wir hier hoch. Und dann würde ich sagen, werde ich hier drüben ein bisschen mithelfen, indirekt, und hier diese Armee angreifen. Allerdings erst in der nächsten Staffel, liebe Leute, denn ich würde jetzt gerne noch mit euch ein bisschen über die Karte blicken. Genau, und das muss ich mir definitiv aufschreiben, nicht, dass ich das hier vergesse. Ich würde sagen, wir fangen mal hier im Norden an und hier sieht es ganz, ganz schlecht aus für Angmar. Die haben Khandum verloren gegen Erith Luin. Die haben diese Gebiete nur noch, diese beiden. Mount Gundabad. Boah, also die Gundabad-Orks haben auch nur noch 1, 2, 3 Gebiete hier. Die Talleute hier. Ach, hier wäre übrigens. Hier wäre übrigens so eine blöde Stadt von denen, fällt mir so auf. Ich zieh den jetzt einfach mal da hoch, weil ich hasse es eh, dass man die Städte nicht sieht. Ja, dann. Die Dorvinien sind allerdings ziemlich platt. Die haben noch Karasand und Viltur. Also Run läuft gut. Läuft sehr gut, Dings läuft scheiße, hier oben für die Orks läuft es nicht so gut. Gundabad läuft ganz ordentlich, würde ich sagen, also bei denen ist, die sind wieder ganz gut dabei. Auch hier oben ganz ordentlich dabei. Ja, dann wollte ich doch mal gucken, wer belagert hier. Ach, die haben jetzt wieder einen Krieg, ich habe gedacht, die hatten mal Frieden oder so, wahrscheinlich haben sie den Krieg wieder begonnen. Hoffentlich wird jetzt Enetwight hier einfach mal vernichtet. Und dann soll Dunland hoffentlich hier so ein bisschen Gegenpool bilden zu den freien Völkern, also zu den... Wie heißen sie hier? Pre quasi, ja. Ein bisschen gegen die kämpfen. Wir haben hier Gondor, ja, im Westen nicht ganz so stark. Wir haben auch im Mittelteil nicht. Gondor ist ziemlich schwach mittlerweile, wobei hier haben sie noch ein bisschen was an Truppen, aber damit kann sich Mordor rumschlagen. Dol Amroth haben wir auch noch. Geil wäre es natürlich, wenn wir hier irgendwie nach Dol Amroth vorziehen würden und wir noch hier was bekommen würden von. Und hier unten ist natürlich ganz strange die Lage zwischen Adunaim und Harad. Die sind ja miteinander im Krieg. Harad, genau, mit Adunaim. Adunaim ist aber mit Mordor verbündet, Harad nicht mehr. Die räumen hier aber ganz schön auf und werden das wohl über kurz oder lang hier unten erobern. Hier unten Khant haben wir ja auch noch. Mit wem sind die eigentlich noch im Krieg? Haradrim... Ja, die sind tatsächlich auch noch Variags mit. Die sind mit Gondor und Dol Amroth verbunden. Stimmt, die haben ja so quasi die Seiten gewechselt.
Ist natürlich auch immer ein bisschen problematisch, allerdings juckt es mich hier hinten halt nicht. Mir wäre es lieber, wenn Aa-Dunaim und Harad zusammen gegen Gondor und Dol Amroth kämpfen würden und von mir aus Khand, aber was soll's. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen der Ausblick. Wie gesagt, weitergehen tut es dann erst in wahrscheinlich 2 Wochen und dann muss man eh mal so ein bisschen gucken, wie weit ich das Projekt, also wie lange wir noch spielen. Das habe ich auch in der letzten Staffel schon gesagt und nochmal eine Staffel aufgenommen. Wir müssen mal so ein bisschen schauen, ja, weil die ganze Karte erobern werde ich nicht, definitiv nicht. Da sitzen wir ja doch in 2 Jahren dran. Und ich weiß halt auch noch nicht so ganz, wie viel Sinn das Ganze hier macht, mit Gondor noch komplett erobern. Das wäre natürlich noch ein Ziel. Sorry, das wäre noch ein Ziel, vielleicht auch Lorien hier oben noch anzugreifen und zu erobern. Aber da muss ich mal schauen. Also, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Mal gucken. Ihr könnt ja auch mal eure Vorschläge gerne in die Kommentare schreiben, was noch als Ziel gemacht werden könnte. Ja, weil ich habe auch so ein bisschen gesehen, dass die Aufmerksamkeit an dem Projekt ist auch ein bisschen gesunken in letzter Zeit. Also, viele Aufrufe gibt das Ganze nicht mehr, außer dieser eine Part, bei dem die. Helft mir mal, die. Sauron. Mit Sauron, der hatte wieder einigermaßen viele Aufrufe, aber ansonsten ja nicht mehr so viel. Also muss ich da auch mal ein bisschen schauen, wobei es mich ja grundsätzlich nicht stört, wie viele Aufrufe ein Projekt hat. Allerdings, so, wir haben ja schon einiges erreicht. Minas Tirith ist gefallen, Rohan ist gefallen und so weiter und so fort. Da müssen wir mal schauen, wie weit es noch geht. Ansonsten bin ich froh, dass das Spiel ja so recht stabil bis auf das eine Mal läuft bisher. Das war ja bisher immer das Problem, warum ich ein Third Age Let's Play abgebrochen habe, weil halt eben, oder beendet habe, weil halt eben das Spiel immer abgeschmiert ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Müssen wir halt eben mal gucken, wie viel Sinn, also wie weit wir das hier noch spielen. Wie gesagt, schreibt mal eure Vorschläge rein in die Kommentare, würde mich interessieren. Und dann war es das erstmal für diesen Part. Vielen Dank, bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.